Hallo, ich bin Hans-Peter Zimmermann, Privatpilot für Helikopter und Flächenflugzeuge. Heute werden wir uns mit drei Helikopterunfällen befassen, die alle die gleiche Ursache haben, nämlich das sogenannte Mast Bumping. Natürlich werden wir auch darüber reden, wie wir solche Unfälle in Zukunft vermeiden können. Meine persönliche Vorbemerkung hat am Rand auch mit der Fliegerei zu tun. Ich hinterfrage ja mein Tun immer wieder. Und zwar nicht aufgrund von irgendwelchen Kommentaren. Ich sage immer, Selbstzweifel sind Chefsache. Ich selber darf an mir zweifeln. Das ist nicht das Recht der anderen. Und ich habe natürlich auch diese Flugunfallvideos immer wieder hinterfragt, ob das Richtige ist. Allerdings bekomme ich so viele positive Zuschriften von wichtigen Leuten in Pilotenverbänden, von Aviatikjournalisten, vor allem auch von Fluglehrern, sehr erfahrenen Piloten. Und das zeigt mir doch, dass ich offenbar auf dem richtigen Weg bin. Ich höre auch von Fluglehrern, die diese Videos einsetzen in ihrem Theorieunterricht und der Überzeugung sind, dass sie damit Flugunfälle verhindern helfen. Ein Fluglehrer, Johann Schwarzinger, hat mir dieses Buch geschickt. Es heißt Sitzplatzwechsel. Gemeint ist der Wechsel vom Pilotenplatz zum Fluglehrerplatz. Und Johann beschreibt in diesem Buch ein paar wichtige Tipps und Tricks für Fluglehrer, die besser sein wollen als der Durchschnitt. Ich werde mit Johann Schwarzinger im Januar, es ist jetzt 2022, Dezember, also im Januar 2023, ein Zoom-Interview oder ein Zoom-Gespräch führen und es natürlich aufzeichnen. Ich hoffe, es wird so interessant, dass wir es hier veröffentlichen können. Und jetzt zu unseren drei Hubschrauberunfällen. Der jüngste stammt aus Deutschland, genauer aus dem Norden Baden-Württembergs. Am 17. Oktober 2021 um 12.06 Uhr startete ein 61-jähriger Pilot in Herzogenaurach in seinem Robinson R44 Raven 2. Für die Flugsimmer unter euch, den R44 gibt es als Gratis-Add-on auf flightsim.to. Ihr müsst aber dazu auch noch das Gratis-Programm Airland FS runterladen, damit das sauber funktioniert. Und schaut euch bitte das kurze Video an, das dort dazugehört, dann wisst ihr auch, wie das Ganze funktioniert. Nicht, dass ihr da Frust produziert. Ich habe also nur diesen R44. Wir werden nachher zwei Unfälle noch uns anschauen mit dem kleineren Bruder, nämlich dem R22. Ich werde im Simulator auch dazu den R44 verwenden, um das Ganze zu visualisieren. An Bord dieses R44-Helikopters war neben dem 61-jährigen Piloten ein 34-jähriger bekannter, um nicht zu sagen berühmter IT-Unternehmer und ein 18-jähriger Passagier. Gegenüber der Flugleitung sprach der Pilot von einem Lokalflug, aber auf seinem iPad war ein Flug nach Speyer geplant. Um 12.55 Uhr beobachteten Zeugen den Helikopter etwa 5 km nordwestlich der Stadt Buchen. Das Triebwerk klang normal und der Helikopter fiel nicht besonders auf. Auf einmal habe es einen mechanisch klingenden Knall gegeben und die Rotorblätter hätten sich nach oben gefaltet. Der Helikopter sei dann trudelnd wie ein Stein in einen nahegelegenen Wald gefallen. Alle Insassen waren sofort tot. Die Untersuchung ergab kein technisches Problem. Es herrschte schönes Flugwetter, der Pilot war vor dem Flug gesund. Ursache: In-Flight Breakup nach Low-G-Situation und Mast Bumping. Klingt für den Laien kauderwelsch, ich weiß, die Erklärung folgt nachher gleich. Der zweite Fall liegt weiter zurück. Es passierte am 27. Dezember 1994 in der Stadt Zürich, und zwar eben mit dem kleineren Bruder des R44, dem zweiplätzigen R22. Wie gesagt, ich habe nur einen R44. Im X-Plane-Simulator würde es einen R22 geben, aber der bringt mich regelmäßig zur Verzweiflung. Um 13.50 Uhr startete der nicht besonders erfahrene Pilot mit einem Passagier an Bord auf dem Flughafen Zürich. In Männedorf am Zürichsee wurde der Helikopter von Verwandten der Insassen gesichtet.
Auf dem Rückflug verlangte der Pilot korrekterweise vom Controller in Zürich eine Einflugerlaubnis, die ihm auch erteilt wurde. Zahlreiche Zeugen beobachteten, wie der Helikopter nach dem Seeende in Richtung Limmattal flog. Ihnen ist nichts Besonderes aufgefallen, bis auf einmal der Helikopter seitlich ausgeschlagen habe. Einige Zeugen wollen eine Rollbewegung um die Längsachse nach rechts festgestellt haben. Unmittelbar danach seien Teile im Bereich des Hecks weggeschleudert worden. Dann hätten sich die Hauptrotorblätter wie ein Klappmesser nach oben verbogen. Der Helikopter sei nach vorne gekippt und unkontrolliert in die oberste Eckwohnung eines dreistöckigen Wohnhauses gestürzt. Ursache auch hier: In-Flight Breakup aufgrund von Low G und anschließendem Mast Bumping. Ein wichtiger Faktor: den Robinson Safety Course, der damals noch nicht obligatorisch war, den hat dieser Pilot nicht besucht. Ich habe im Video Absturz in Schönried darüber berichtet, dass ich diesen Kurs seinerzeit noch beim Gründer der Robinson-Werke, bei Frank Robinson, persönlich absolvieren durfte. Und ein weiterer Faktor: es herrschten starke, böige Winde. Wer jetzt denkt, diese Robinson-Helikopter seien besonders gefährlich, der liegt falsch. Es gab auch schon den einen oder anderen Kommentator, der dieser Meinung war, das seien ganz schlechte Helikopter. Es sind die meistverkauften Helikopter der Welt und das aus gutem Grund. Man muss halt die Grenzen kennen. Jeder Helikopter hat Grenzen. Das ist etwas, was der Laie oft nicht versteht. Der denkt einfach, ja, da kann man sich total frei bewegen in alle Richtungen. Nein, da gibt es Grenzen. Einige habe ich bereits in früheren Videos erwähnt. Und dieses Mass-Bumping, diese Low-G-Situation, gerade bei halbstarren Rotorsystemen, Erklärung kommt gleich, da ist das eben, kann das ein Problem sein und man muss wissen, wie man damit umgeht. Ein Freund von mir ist jahrelang R22 geflogen, hatte einen eigenen Helikopter, viele Stunden geflogen, unfallfrei. Und das war kein Zufall, sondern es lag daran, dass er die Grenzen seines Luftgefährts eben gekannt hat. Aber schauen wir uns noch den dritten Fall an. Er geschah am 5. Januar 1986 oberhalb von Unterbeinwil im Kanton Solothurn. Um 14.35 Uhr startete der frisch brevetierte 28-jährige Pilot zusammen mit seiner Ehefrau auf dem Flughafen Basel in Richtung Grenchen. Während der Flugvorbereitung traf er einen Flugkameraden und besprach mit ihm die Wettersituation. Der kam gerade zurück von einem Flug und sagte, über dem Jura sei es sehr böig. Der Unfallpilot hat dann gesagt, naja, er werde dann über dem weißen Stein umdrehen, wenn er merkt, dass es nicht geht. Bis nach Grenchen haben die beiden es geschafft. Um 15.56 Uhr meldete sich der Pilot auf der Platzfrequenz von Grenchen ab und wollte eben wieder zurückfliegen nach Basel. Ein Zeuge beschreibt den weiteren Flugweg in der Gegend von Unterbeinwil, Solothurn, wie folgt. Der Helikopter flog sehr schnell über einen Hügel. Sehr schnell, das deutet darauf hin, dass es eben Rückenwind gab, und zwar starken Rückenwind. Und dann hat es ihn über die Längsachse abgedreht. Er beschrieb gleichzeitig eine Rechtskurve. Während dieser Kurve hörte ich ein lautes Geräusch, das sich wie eine Maschinengewehrsalve anhörte. Hierauf sah ich vom Helikopter ein Stück wegfliegen. Weiter, sagt der Zeuge aus, nur Sekundenbruchteile später fiel dann auch ein weiteres Stück vom Schwanz ab. Danach stürzte der Helikopter als Ganzes ab. Beide Insassen waren sofort tot. Auch hier herrschten zum Unfallzeitpunkt starke, böige Winde bis 56 Knoten, das sind über 100 Stundenkilometer. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass eine Rückenwindböe den Helikopter erfasst hat, zu einer Low-G-Situation geführt hat, Mast-Bumping und dann eben In-Flight-Breakup. Ja, und jetzt seid ihr sicher gespannt auf eine Erklärung. Ich versuche es so einfach wie möglich zu halten. Wer mehr wissen will, findet in den Shownotes einige Links. Es gibt starre, halbstarre und voll artikulierte Rotorsysteme. Warum ein Rotorblatt flexibel sein muss? Ganz einfach ausgedrückt: wenn die Rotorblätter nicht flexibel wären, dann würde es ein Problem geben mit der sogenannten Dissymmetry of Lift. Auf Deutsch kann man das, glaube ich, übersetzen mit Auftriebsasymmetrie. Man muss sich vorstellen, wenn sich die Rotorblätter drehen, dann hat ja das Rotorblatt, das nach vorne kommt, einen anderen Auftrieb
eine andere Anströmgeschwindigkeit und dadurch einen anderen Auftrieb als das, das nach hinten geht. Und deswegen würde der Helikopter immer in eine ganz bestimmte Richtung neigen. Und deswegen braucht es flexible Rotorblätter und das kann man erreichen, entweder mit starren, mit halbstarren oder mit voll artikulierten Rotorsystemen. Was es genau ist, müssen wir hier nicht wissen. Wie gesagt, Links gibt es in den Shownotes für die Leute, die mehr Details haben möchten. Bei den halbstarren Systemen, wie die unter anderem bei den Robinson-Helikoptern verbaut sind, da kann es ein Problem geben, wenn man in eine Low-G, also in eine Situation kommt mit wenig Schwerkraft, das, also so Parabelflüge beispielsweise. Also wenn ich rasch über einen Hügel will, zuerst steigen und dann relativ abrupt wieder sinken, also mit anderen Worten am Cyclic ziehen und dann relativ abrupt den Cyclic wieder nach vorne stoßen, dann haben wir einen Moment lang im Rotorsystem keine Belastung, keinen Load Factor nennt man das auch. Lastvielfaches heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Und dann kann es passieren, dass zum Beispiel der Hauptrotor den Heckrotor wegschlägt oder dass er die Kabine berührt. Und im schlimmsten Fall kann es eben sein, dass es zum sogenannten Mast Bumping kommt. Das heißt, die Kräfte, die auf den Mast wirken, die sind so stark, dass der Mast abbricht. Ich entschuldige mich bei den Experten, dass ich es eventuell zu einfach erklärt habe, aber komplizierter wäre auch nicht sehr sinnvoll. Wenn jetzt ein solcher Helikopter mit einem halbstarren Rotorsystem in eine Low-G-Situation gerät, beginnt er automatisch nach rechts zu rollen. Das kann man aerodynamisch erklären, könnt ihr alles nachschauen in den Links, in den Videos, die ich verlinkt habe, in den Shownotes. Ist im Moment nicht wichtig. Wenn dieser Helikopter also beginnt, nach rechts zu rollen, also nach rechts zu kippen, laienhaft ausgedrückt, dann wird natürlich manch ein Pilot unwillkürlich nach links korrigieren und damit ist die Katastrophe vorprogrammiert. Im Prinzip müsste er am Cyclic ziehen, das heißt sofort wieder Last aufs Rotorsystem geben und dann wäre die Situation gerettet. Vom Absturz im Odenwald weiß man, dass der Helikopter kurz vor dem Absturz schnell an Höhe gewonnen und dann nach rechts gerollt ist. Es gibt zwei mögliche Erklärungen. Entweder ist der Pilot einem Vogelschwarm ausgewichen, die Untersuchungsbehörden schließen das eher aus, aus verschiedenen Gründen. Oder, und das halten die für wahrscheinlicher, der Pilot hat den Passagier fliegen lassen. Es heißt zwar, Freunde dieses Piloten hätten gesagt, er hätte nie andere fliegen lassen, aber wir dürfen nicht vergessen, es war ein 34-jähriger, bekannter oder sogar berühmter IT-Unternehmer an Bord und vielleicht hat er für diesen eine Ausnahme gemacht. Und ein Helikopter ist halt kein Spielzeug. Und das kann man nicht einfach so schnell jemandem in die Hand drücken. Sehr schnell kommt es zu einer Fehlmanipulation und dann ist es zu spät. Also es kann sehr gut sein, dass der gestiegen ist und dass vielleicht der Pilot gesagt hat, nein, du darfst nicht so stark steigen. Und dann hat er ganz schnell korrigiert nach unten und dann war es schon passiert. Wie gesagt, Freunde dieses Piloten haben gesagt, er hätte nie jemand anderen fliegen lassen. Aber dann frage ich mich, warum er nicht das Doppelsteuer ausgebaut hat. Das ist nämlich beim R44 absolut kein Problem. Drei Handgriffe und dann ist der Cyclic-Stick weg, also der vom Passagier, der Collective ist weg und die Pedale kann man auch mit zwei Handgriffen rausnehmen. Das dauert 2 Minuten und dann hat man deutlich mehr Sicherheit. Ich habe das immer gemacht, auch bei Leuten, die Helikopter geflogen sind. Wenn sie nicht diesen Typen Helikopter geflogen sind, habe ich die Doppelsteuer rausgenommen. Denn wenn ich Pilot in Command bin und der Einzige bin, der diesen Helikopter steuern kann, dann will ich eben den Helikopter steuern und nicht, dass mir da irgendjemand reingreift. Also nochmals, wenn man sich bewusst ist, dass ein Helikopter kein Spielzeug ist und dass ein Helikopter eben auch Limits hat, Grenzen hat, wenn man diese Grenzen kennt und respektiert, dann hat man eine große Chance, ein alter Pilot zu werden. Eine Low-G-Situation kann aber auch durch starke Windböen verursacht werden. Und das war wahrscheinlich die Ursache bei den beiden Abstürzen der R-22-Helikopter in der Schweiz 1994 und 1986. Ich kann mich noch gut erinnern, 1994 war ich in Kalifornien und da hieß es plötzlich, die Firma Robinson habe jetzt
beim R22 eine Windgrenze festgelegt, nämlich 25 Knoten inklusive Böen. Und das Fliegen in Turbulenzen war für Fluganfänger, also für Piloten, die noch nicht eine bestimmte Anzahl Flugstunden hatten, gänzlich verboten. Das heißt, es galt die Vorschrift, wenn man plötzlich unerwartet in Turbulenzen käme, sofort an einem passenden Ort landen und den Helikopter stehen lassen. Aber auch bevor diese Vorschriften erlassen worden sind, wäre ich mit einem Leichthelikopter wie dem R22 niemals in starkem Wind geflogen. Es ist halt schon so, ein Pilot sollte nicht nur die Technik beherrschen, er sollte auch das nötige Urteilsvermögen haben, um zu wissen, wann man in die Luft geht und wann nicht. Vielleicht entwickeln ja findige Psychologen irgendwann einen Test, mit dem man herausfinden kann, ob ein Pilot dieses Urteilsvermögen besitzt.